Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr Menschen begegnet, vielleicht das erste Mal, vielleicht das zehnte Mal, und es fühlt sich so an, wie wenn du deinem leiblichen Bruder oder deiner leiblichen Schwester begegnest? Da ist irgendwie so eine vertrauliche Atmosphäre, da ist so eine, ja, man kann das nicht machen, das erlebt man auch nicht mit jedem, stimmt's? Aber wisst ihr, wovon ich spreche? Das sind Menschen, die sind einfach, die brauchst du nicht oft sehen. Aber wenn du die siehst, ist es sofort da. Das ist wie wenn deine Schwester neben dir steht. So geht es mit Monika. Wir kennen uns nicht wirklich gut. So, ich weiß nicht wirklich so viel von ihr, außer dass sie im Dienst Mächtiges tut für Gott, für Rema Deutschland, Rema Europa, ist glaube ich, überall auf der Welt unterwegs und predigt in Bibelschulen und Gemeinden. Aber immer wenn wir uns begegnen, ist dieses Gefühl da. So wie wenn wir uns ewig kennen und echt, wie Geschwister halt, so fühlt sich das an. Ganz schönes Gefühl. Monika, ich sage herzlich willkommen bei uns. Erste Mal hier heute im Christuszentrum. Ich freue mich, dass du gekommen bist und wir genießen jetzt, was du uns mitgebracht hast. Applaus für Monika Wagner, Germany. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist super, bei euch zu sein. Ich fühle mich auch wirklich schon so richtig zu Hause. God is good. Schön. Oh wow, ihr habt ja sogar Lichter, die blenden. Okay. Ihr wisst, wie das ist. In den heutigen modernen Gemeinden weiß man erst das richtig, was am Bewegen ist, wenn man hier vorne steht und man wird geblendet. Halleluja. Gut. Ich habe wirklich den Herrn gefragt, worüber soll ich sprechen mit euch? Was hast du auf dem Herzen? Und ich habe eine schöne Predigt vorbereitet. Und während ich dann natürlich mal wieder am Lobpreis stehe, fängt er an, mit mir über andere Dinge zu reden. Es ist für mich nichts Ungewöhnliches. Ich bedanke mich immer ganz großartig dafür. Weil ich einfach glaube, dass er was Besonderes mit uns vorhat. Richtig? Gut. Lass uns zuerst noch mal kurz beten. Eben einfach die Worte noch mal weinen. Die Proklamation ist echt irre. Das gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Super, preis den Herrn. Ich denke, ihr seid bereit, was zu empfangen. Aber Vater, ich möchte dir echt von Herzen Danke sagen, dass ich weiß, dass jedes Wort, was jetzt gesprochen wird, dass es von deinem Heiligen Geist inspiriert wird und dass es ein Same ist, der in den Herzen der Menschen aufgehen wird. Danke, dass du uns da abholst, wo wir stehen. Dass du uns dort bereithältst, was wir brauchen. Und ich danke dir dafür von ganzem Herzen, dass wir wirklich, so wie wir es bereits proklamiert haben, verändert hier rausgehen werden und verändert sind in das Ebenbild Jesu Christi. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du der Meisterlehrer bist und dass du sprichst heute Morgen. Wir wollen dich, Jesus, verherrlichen und niemals irgendjemand anderen. Und wir wollen dir Danke sagen, dass die Wahrheit deines Wortes uns Licht ist und uns Richtungsweisung gibt und Einblick gibt und uns Befähigung erteilt, das zu tun, wozu wir berufen worden sind auf dieser Erde. Und ich danke dir dafür von ganzem Herzen, in Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ich möchte mit euch darüber sprechen, in welchen Zeiten wir leben. Und ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, in Zeiten wie diesen. Und ich, als ich das rausgesucht habe und den Titel gegeben habe, habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht. Und zu dem Zeitpunkt wusste noch niemand, dass in Deutschland die Katastrophe passiert, auch wenn es nicht bei uns direkt passiert ist, aber ein deutsches Flugzeug abstürzt. Niemand hat zu dem Zeitpunkt irgendwo gesehen, dass eine Katastrophe den anderen jagt. Und wir leben in unsicheren Zeiten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja? Wenn man die Nachrichten anmacht, ist das eigentlich eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Und ich erwarte eigentlich, dass wir heute realisieren, dass was die Welt als Hiobsbotschaft betrachtet, Gott umkehren wird und uns das Ende von Hiob geben wird. Ich weiß nicht, ob ihr Hiob schon mal gelesen habt. Es ist ein bisschen kompliziertes Buch, ein bisschen verdreht, ein bisschen deprimierend. Also wenn ich das lese, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht werde. Ja. Also ich verbringe nicht wirklich viel Zeit in Hiob. Und ich habe eine gute Botschaft, ich werde nicht zu Hiob gehen, okay? Aber alles, was Hiob vorher durchlebt hatte, aufgrund von Furcht, die er Raum gegeben hat, und als er dann sich wieder zu Gott zurückgekehrt hat, hat Gott vervielfältigt und ihm mehr zurückgegeben, als er vorher jemals hatte. Und das, was der Feind versucht, von uns zu stehlen in den Zeiten, in denen wir leben, da, wo er versucht, Furcht zu bringen. Ich meine, ich reise permanent. Und normalerweise habe ich nicht nur eine Stunde mit dem Auto. Okay. Meistens fliege ich mit Germanwings. Weil ich lebe in Bonn und der Flughafen Köln-Bonn ist genau 15 Minuten von mir weg, von meinem Zuhause. Also logischerweise sitze ich relativ häufig im Germanwings-Flieger. Ich bin auch schon in dem Flugzeug drin gesessen, wo dieser Kamikaze-Pilot geflogen ist. Okay? Ja, ich meine, ich habe den Namen gehört und gedacht, oh ja, den habe ich schon gehört.
wenn er es war. Okay, lassen wir mal so sagen. Okay, ist ja egal, was los ist, dieser Punkt davon, dass wir eine Panik schieben über diese Aktionen. Okay? Diese Situationen, die in mir dann hochkommen, habe seinen Namen gehört, hohe solche Nachrichten und in dem Moment kommt sowas hoch. Okay? Klar wissen wir noch nicht, was wirklich passiert ist. Und spielt im ehrlich gesagt auch überhaupt gar keine Rolle. Versteht ihr? Spielt für uns keine Rolle. Was wirklich passiert ist, spielt keine Rolle. Weil der Punkt, um den es geht, ist, wir haben Nationen, die in andere einmarschieren und sagen, es ist unsere. Wir haben Länder, in denen auf einmal Christen geköpft werden, dafür, wenn sie hinstehen und für Jesus sprechen. Solche Situationen haben wir zwar immer gehabt, aber momentan ist das alles wie wum, 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 wum. Richtig? Gemerkt? Ist euch jemand aufgefallen? Und wenn man nicht aufpasst, kommt man in Panik. Wenn man nicht aufpasst, denkt man, in was für Zeiten leben wir denn? Wenn wir nicht aufpassen, lassen wir uns von der ganzen Situation, die in der Welt momentan sich im Bewegen ist, anstecken. Und dann kommt Furcht. Und Gott hat uns gesagt, dass er uns keinen Geist der Furcht gegeben hat, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit oder eines klaren Verstandes. Okay? In 1. Chronik, Kapitel 12, gibt es einen interessanten Vers. Und zwar Vers 32 heißt es, da geht es um das Volk Issachar. Da heißt es von den Kindern Issachar, die sich auf die Zeiten verstanden, um zu wissen, was Israel tun sollte. Das ist 1. Chronik 12, 32. Ist ein Vers, den überlesen wir total. Ein Vers, der nicht wirklich in dem Sinne viel ausdrückt. Aber es heißt davon, dass die Kinder Issachar oder der Stamm Issachar im Alten Testament, dass sie die Zeiten erkannten. Und weil sie die Zeiten erkannt haben, waren sie in der Lage, Israel in die richtige Richtung zu führen. Waren sie in der Lage, mit aufzuzeigen, was Gott tut? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo du und ich die Zeiten erkennen müssen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir wissen können, in welcher Zeit wir wirklich leben. In Matthäus Kapitel 16, Vers 3 heißt es, und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trüb und ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht, sagt Jesus hier. Also wir sind in der Lage zu verstehen, was in der natürlichen Welt um uns im Großen und Ganzen rum passiert, aber wir sind nicht in der Lage, sagt er, und er redet nicht direkt zu uns hier, sondern zu den Pharisäern, und er sagt, ihr seid Heuchler, weil ihr seid nicht in der Lage, die Zeichen der Zeit richtig zu identifizieren. Und ich möchte uns heute Morgen nicht mit einer mahnenden Stimme hier stehen und sagen, ihr könnt die Zeit nicht richtig einordnen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir durchaus verstehen, in welcher Zeit wir leben. Aber ich möchte uns ermutigen darin, dass wir nicht zulassen, dass das, was um uns herum passiert, uns negativ beeinflusst, sondern dass es das Gegenteil in uns bewirkt. Dass es in uns was hervorbringt, was eine komplett andere Situation bewirkt in uns. In Markus Kapitel 13, und ich möchte, dass ihr das mal aufschlagt, okay? Markus Kapitel 13 und dort in Vers 7 und 8. Markus Kapitel 13, Verse 7 und 8. Jetzt muss ich mal meine Brille hier hervorrufen. Markus Kapitel 13, Vers 7 und 8. Wenn ihr aber von den Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht. Es muss geschehen und es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nationen gegen Nationen und Königreich gegen Königreich erheben. Es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. Interessant. Wenn ich das lese, denke ich, das beschreibt unsere Zeit. Richtig? Wir haben mehr Hungersnöte, wir haben mehr Kriege, mehr Kriegsgeschreie, mehr Situationen. Erdbeben in massiver Form, wie wir es Jahrhunderte zuvor seit der Aufzeichnung nicht hatten. Permanentes Zuwachs in diesen Dingen. Gut, wir wissen nicht, was vor den Aufzeichnungen war, aber von dem, was wir seitdem wir Aufzeichnungen haben, sehen können, nimmt es permanent zu. Wir leben in diesen beschriebenen Zeiten. Und er sagt davon, das sind die Anfänge der Wehen. Von was wehen? Des Endes. Wir brauchen das Wort gar nicht benutzen, Ende. Weil für uns ist es ein Anfang. Und ich möchte uns eigentlich ein bisschen an den Punkt bringen,
wo wir realisieren, dass Gott in dieser Zeit, in der wir leben, in Zeiten wie diesen, er für dich und für mich einen ganz besonderen Plan hat. Und ich bin sehr, sehr froh, schon ein bisschen zu hören, wie sehr ihr nach außen gerichtet seid. Wie sehr ihr nicht euren kleinen Segne-mich-Club hier feiert. Ja? Versteht ihr, was ich damit meine? Lasst uns schön zusammenkommen, wir haben eine tolle Zeit und es ist alles wunderbar. Sondern, dass ihr den Blick nach außen richtet. Dass ihr realisiert, dass Limburg und eure ganze Umgebung errettet werden müssen. Dass Menschen Jesus Christus kennenlernen müssen. Dass es um Jesus geht. Dass es der wirkliche, wahre Grund ist, warum wir auf dieser Erde sind. In Jakobus ist ein Vers, und das ist ein Vers, den hat Gott in den letzten Monaten immer und immer wieder auf mein Herz gelegt. Und ein Stück weit habe ich das Gefühl, als ob Gott sagt, rüttel die Gemeinden wach damit. Rüttel sie wach. Und ganz besonders in Deutschland. Interessant, ich meine, ich reise viel in Europa rum, bin auch in anderen Ländern, aber ganz besonders in Deutschland habe ich das Gefühl, als ob Gott sagt, rüttel sie wach. Rüttel sie wach. Die müssen aufwachen dafür, in welcher Zeit wir leben. Nicht, dass wir Panik haben, nicht, dass wir Angst haben, nicht, dass wir verzweifeln darüber, sondern, dass wir aufstehen. In Jakobus Kapitel 5, in Vers 7 heißt es, Jakobus Kapitel 5, Vers 7, seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf die Zukunft oder die Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist geduldig darüber, bis sie empfange den Früh- und den Spätregen. Ich liebe diesen Vers. Unser Herr ist geduldig, um die Ernte zu empfangen. Und er ist seit 2000 Jahren, über 2000 Jahren geduldig. Als Jesus auf dieser Erde wandelte, hat er gesagt, ich schaue die Felder an und sie sind weiß zur Ernte. Sie sind bereit zur Ernte. Und in den 80ern und in den 90ern gab es so eine Zeit, wo viel über die Endzeit gesprochen wurde. Und dann war eine Phase, wo du kaum was gehört hast. Keiner wollte mehr darüber reden, dass Jesus wiederkommt. Aber ich glaube, wir leben in der Zeit, wo wir anfangen müssen, wieder darüber zu sprechen. Weil wenn Jesus wiederkommt, haben wir eine gute Botschaft zu verkündigen. Versteht ihr? Das ist nichts, was uns Angst einflößen sollte. Für uns ist das, yeah! Richtig? Wir werden entrückt. Oh, wir dürfen nach Hause. Aber versteht ihr? Und wenn Jesus wiederkommen wird und sein Königreich hier aufbauen wird, wow! Das ist fantastisch. Aber ich möchte, dass ihr realisiert, dass die Bibel hier sagt, dass er geduldig auf die Ernte wartet. Und er sagt, er wird geduldig warten, bis er den Früh- und den Spätregen empfängt. Bis er den Früh- und den Spätregen empfängt. Ich habe mir sagen lassen, dass in Israel es zwei Saisons gibt, wo man erntet, also wo man die Ernte reinholt. Und das ist nach dem Früh- und nach dem Spätregen. Also es wäre so, als ob wir im Frühjahr und im Herbst ernten. Wir normalerweise ernten wir nur im Herbst, richtig? Ja? Also ich bin jetzt nicht unbedingt begabt in solchen landwirtschaftlichen Dingen, okay? Ist nicht so ganz meine Sache. Bin eher so ein Stadtkind, ne? Versteht, was ich meine? Ja. Bin auf dem Land aufgewachsen, ganz im Süden Deutschlands. Und als Gott mir erlaubt hat, dort wegzuziehen, habe ich gesagt, Halleluja, thank you, Jesus. Okay? Weil ich hatte nicht das Gefühl, dass ich eine Berufung habe, die Kühe zu bekehren, sondern Menschen. Und da waren mir einfach nicht genügend Menschen, okay? Nein, ja, ich mache immer ein bisschen Spaß darüber, okay? Also, aber ich weiß so viel, dass es normal ist, eine Saison zu haben, in der wir ernten, wenn wir vorher unsere Arbeit getan haben. Aber in Israel gibt es zwei Zeiten, im Frühjahr und im Herbst. Es ist das, was man mir gesagt hat. Okay, ich glaube denen das halt einfach mal. Und diese Bibelstelle redet davon, dass eigentlich die eine Ernte die andere Ernte überholen wird. Mit anderen Worten, wenn der Früh- und der Spätregen zusammenkommt, mit anderen Worten, wenn die eine Ernte eingefahren ist, wird sofort die nächste Ernte eingefahren, dann wird die nächste Ernte eingefahren und die nächste Ernte eingefahren und die nächste Ernte eingefahren. Mit anderen Worten, wir sind nur noch am Ernten. Früher, wenn ich über Evangelisation gelehrt habe und die Studenten mobilisiert habe und motiviert habe und noch ganz viel früher, als ich noch richtig jung war und die ganze Gemeinde, wo ich damals war, auf die Straße geprügelt habe, wirklich. Ja. Okay. Um was den Menschen was von Jesus zu erzählen, habe ich uns immer ermutigt damit zu sagen, wir säen Samen, wir säen Samen, wir säen Samen. Seht es jetzt, wenn wir noch keine Ernte einholen, dann seid nicht enttäuscht. Wir säen Samen.
Und das stimmt, gemäß des Wortes Gottes ist das richtig. Und wir machen das auch heute noch. Aber ich möchte uns eigentlich an den Punkt bringen, dass wir realisieren, wir kommen in eine neue Zeit hinein, wo der Früh- und der Spätregen sich übereilen wird. Mit anderen Worten, wo die Ernte bereit ist. Wo die Menschen dastehen und auf uns warten, dass wir ihnen das Evangelium bringen. Deshalb war ich ein bisschen begeistert, während als du vorhin damit losgelegt hast. Ich dachte, gut, jetzt predigt er gleich meine Botschaft, ist okay. Macht ja nichts, ist ja super zu sehen, wenn der Heilige Geist in dieselbe Richtung sich bewegt. Wie ihr schon merkt, habe ich eine relativ große Klappe, okay. Also reden fällt mir nicht schwer. Und man würde vermutlich denken, ja gut, das ist ja die leichteste Sache für so jemanden wie dich, Monika, da rauszugehen und mit Menschen über Jesus zu reden. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie ich trotzdem als Mensch, als Person in meiner Persönlichkeit so dieses hab. Versteht ihr? Ja? Und die meisten von euch kennen das Gefühl. Ja, lass doch die Evangelisten machen, ne? Wo sind die? Komm, wir schicken euch raus. Ja, geht mal. Aber die Bibel sagt uns, dass wir alle diesen Auftrag zu erfüllen haben. Und das ist eigentlich der Punkt, auf den es schlussendlich rauskommt. Dass wir die Zeiten erkennen, in der wir leben. Nämlich die Zeiten, wo der Früh- und der Spätregen zusammenkommt. Die Zeiten, wo wir erkennen, dass Gott dich und mich ausgestattet hat und uns rausruft, diesen Auftrag zu erfüllen. Trotz unserer Persönlichkeiten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil ich meine, ihr werdet mit Menschen in Kontakt kommen, die werde ich niemals in meinem Leben sehen. Und das Tolle ist, wenn wir Gott erlauben, uns zu benutzen, da wo wir sind, dann wird das für uns eine Leichtigkeit sein. Vor allen Dingen, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von ihm geführt und geleitet werden, ist es eine Leichtigkeit. Ich weiß noch, es ist jetzt eine Weile her, aber es ist einfach so ein einprägsames Erlebnis. Ich hatte gerade so eine Situation, wo ich mit Gott darüber gesprochen habe, so dieses, ich bin nie zu Hause, ich kann nicht wirklich Zeugnis meinen Nachbarn geben, die wissen zwar, wer ich bin, aber wir haben überhaupt keinen Bezug zueinander, ich habe nicht mal Zeit dazu, ich bin andauernd hin und her. Herr, wo mache ich denn das? Wo willst du denn, dass ich Einfluss nehme? Meine Arbeitskollegen sind alle Christen, richtig, ich arbeite für den Dienst. Die brauchen nicht mehr bekehren. Weißt du, versteht das so? Und so mein, naja, so im Lebensmittelladen, so in 2 Minuten, kann auch ein bisschen schwierig sein, ne? Und ich war so mit ihm darüber am Reden und war eine Reise in den USA und ich war eigentlich von Kanada auf den Weg in die USA zurück. Und da sitzt dieser Geschäftsmann neben mir und denkt, der Geschäftsmann, ihr kennt das, ne? Man fängt, also wir Deutschen machen das nicht so sehr, wir können ja 7 Stunden im Zug nebeneinander sitzen und außer Hallo und auf Wiedersehen nichts sagen, ja. Aber, schon enorm, ist mir schon mal aufgefallen. Aber wenn du sie anfängst anzusprechen, reden sie gerne mit dir. Aber ich meine, in Amerika und auch die Kanadier, die sind einfach Gesellschaften, die sind nur aus Höflichkeit fangen die an, mit einem zu reden. Okay, so sitzt dieser Geschäftsmann neben mir und fängt an, mit mir sich zu unterhalten. Und dann stellt er mir Fragen, und das ist eine logische Frage. Wo kommen Sie her, richtig? Und was machen Sie beruflich? Das ist ziemlich einfach für mich, versteht ihr? Und schon mal die Tür auf. Früher war das so, wenn ich dann gesagt habe, was ich beruflich mache, war der Rollladen unten. Danach waren sie nur noch freundlich und dann war mir dieses, ja, ich bin auch schon mal an Weihnachten in der Kirche gewesen. So auf die Art, ne? Mittlerweile ist es so, dass die meisten Leute, neben denen ich sitze, sagen, was machen Sie? Sie meinen wirklich, Sie glauben an Gott? Das ist aber interessant, erzählen Sie mal. Und es war eine kleine Maschine, voll gepfropft mit Leuten, absolut Stillschweigen in der Maschine. Es war total ruhig. Wir zwei waren die einzigen, die ich hören konnte, die miteinander geredet haben. Und er stellt mir all diese Fragen. Ja, an was glauben Sie? Ja, wo ist denn der Unterschied zu dieser Kirche oder zu diesen Religionen? Und ich habe dem volle Pulle Evangelium gepredigt. Und alle, die zumindest mal von der Lautstärke um uns rum hören konnten, haben mitbekommen, was ich gerade getan habe. Ich habe also nicht nur zu einem Zeugnis gegeben, sondern zu einer ganzen Menge Leute drumherum. Meine Freunde, ein paar Pastoren aus Kanada saßen, weiß ich was, so 5, 6, 7 Reihen vor mir. Die haben nachher zu mir gesagt, wow, das war aber cool, was du da losgelassen hast. Warum erzähle ich euch das? Weil ich glaube, dass in den normalsten Situationen, ich war nicht darauf vorbereitet und habe gedacht, so, wen auch immer Gott jetzt neben mich setzt, den werde ich mir krallen. Ihr versteht schon, was ich meine. Überhaupt nicht. Ich war einfach auf dem Weg nach Amerika. Ich habe mir keine großen Gedanken darüber gemacht, aber mein Herz war bereit, mich von Gott gebrauchen zu lassen.
Und das ist der entscheidende Faktor, von dem ich glaube, dass es notwendig ist. In Matthäus Kapitel 9 haben wir eine Bibelstelle, die mir sehr, sehr viel bedeutet. Weil ich einfach, die spricht mich an, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir haben hin und wieder so Bibelstellen, die uns ansprechen. Und dann andere, mit denen wir nicht so viel anfangen können. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wisst schon, ne? Ihr seid nicht so, das bin nur ich, ne? Matthäus Kapitel 9, Vers 35. Hier spricht es von Jesus und hier heißt es in Vers 35, Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Er lehrte, er predigte und heilte jede Krankheit. Er lehrte, er predigte und er heilte jede Krankheit. Und jetzt schaut mal Vers 36 an. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt oder war voller herzlichem Erbarmen über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das ist eine mächtige Bibelstelle. Weil das, was Jesus tat, er lehrte, er predigte und er heilte, hat er getan, weil er den Zustand der Menschen gesehen hat. Und das ist eigentlich das, auf was ich raus möchte ein Stück weit, ist dieser Punkt, dass wir das Herz Gottes haben müssen, wenn wir Menschen sehen. Dass wir die Menschen nicht von außen betrachten. Dass es nicht darum geht, was sie tragen, wie sie riechen, wo sie herkommen, was sie vielleicht für eine Religion haben. Ich weiß, in unserem Land ist irgendwo eine große Panik über andere Religionen. Okay? Besonders eine. Verständlicherweise, wenn man die Nachrichten anschaut. Aber Leute, Gott hat diese Menschen vor unsere Haustür geschickt mit einer Absicht. Versteht ihr? Der hat sie mit einer Absicht vor unsere Haustür geschickt. Ein einfacheres Missionsfeld können wir gar nicht haben. Weil wenn wir momentan in ihre Länder gehen, dann riskieren wir unser Leben. Und der eine oder andere von uns ist berufen, das zu tun. Ich habe Freunde, die sind Missionare in diesen Ländern. Aber Gott behütet die, der führt die, der leitet die, der hat sie dorthin geschickt. Aber ich glaube, Gott schickt ihresgleichen zu uns, damit wir ihnen das Evangelium bringen können, damit sie zu ihren Gleichen zurückgehen können. Auf eine viel einfache Art und Weise, mit einem Verständnis für die Kultur, der Sprache und der Art und Weise, wie ich die Wahrheit rüberbringen kann. Ich erzähle euch eine Geschichte von einem unserer Studenten aus Ägypten. Der ist Student in Rema in Ägypten und kommt aus Jordanien. Und in Jordanien, klar, wir wissen, muslimisches Land, eigentlich noch ein relativ freies Land. Ja? Aber es wird schwieriger und schwieriger. Einer der Leiter der islamischen Bewegung in Jordanien, ein Mann, der nicht ganz ungefährlich ist. Dieser junge Student kennt dem seine Familie. Okay? Gott sagt zu diesem jungen Mann, dieser islamistische Leiter, ich sage jetzt nicht, dass er terroristische Aktionen macht, aber er ist gefährlich für uns Christen, wenn ihr versteht, was ich meine. Dieser Mann hat eine behinderte Tochter. Ich möchte, dass du hingehst und ihm einen Rollstuhl bringst. Der ist Christ. Denk dran, das ist lebensgefährlich. So, was macht er? Er geht mit seinem Freund hin, bringt den Rollstuhl an seine Tür, legt obendrauf eine Bibel, klingelt und rennt weg. Die Familie holt den Rollstuhl rein. Okay, sieht die Bibel, sagt, ja, was ist das für ein Schwachsinn? Schmeißt die Bibel ins Eck, baut den Rollstuhl zusammen, packt seine Tochter rein und ist super, super glücklich darüber, dass ihn jemand mit einem Rollstuhl gesegnet hat. Okay? Die Mutter steht in der Küche, ist irgendwas am Vorbereiten und das Kind ist nicht nur verkrüppelt, sondern hat noch nie gesprochen. War nicht in der Lage zu sprechen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob sie gesagt haben, dass sie es auch nicht hören konnte. Auf jeden Fall ist sie in der Küche am Arbeiten, ist ein paar Stunden später. Mittlerweile saß das Kind in dem Rollstuhl. Alle waren glücklich, alle waren gesegnet, alle haben sich gefreut. Niemand wusste, wo es wirklich herkommt. Und auf einmal hört die Mutter in der Küche jemanden hinter sich stehen und sagt, Mama. Das Mädchen war komplett, vollständig geheilt. Sofort hat die Familie geschnallt, dass es was mit diesem Buch zu tun haben muss.
sind hingegangen, haben diese Bibel ausgekramt und haben dann gesagt, wir kennen doch diese Familie, ist dann nicht der eine Sohn so ein Gläubiger? Der spinnt doch auch so ein bisschen, ne? Den müssen wir mal herbringen. Das war genau der junge Mann, der ihm die Bibel gebracht hat. Und dann, ihr müsst die Auswirkungen verstehen. Es ist nicht nur eine Familie, in diesen Ländern geht alles um Clans, richtig? Ja. Der sammelt ein ganzes Haus voll mit Leuten und lädt diesen jungen Studenten ein, um ihm über Jesus zu erzählen, und alle bekehren sich. Es ist nur eine Geschichte von vielen, vielen. Warum sage ich uns das? Die Ernte ist reif. Es ist Zeit für den Früh- und den Spätregen. Versteht ihr? Es ist Zeit für den Früh- und den Spätregen in Deutschland. Ich liebe unser Land. Ich habe mich bekehrt, als ich 6 Jahre alt war. Okay? Das ist ein paar Jährchen her, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich liebe Gott von ganzem Herzen. Und ich liebe unser Land. Und ich habe ihm als kleines Kind versprochen, dass ich meine Klappe nicht halten werde, bis die Wahrheit des Evangeliums nicht in diesem ganzen Land so laut verkündigt worden ist, dass Deutschland sich nicht mehr davor verschließen kann, dass Jesus Christus die einzige Antwort ist. Aber ich glaube, der Schlüssel für uns ist dieses herzliche Erbarmen. Wenn wir uns so sehr um uns selber drehen und es immer darum geht, was mir doch geht und was ich denn noch bekommen könnte und dass ich es bequem habe und dass es für mich schön ist. Und ihr wisst schon, ich übertreibe das in dem Sinne, aber wir müssen unser Herz selber prüfen. Und ich mal nicht 3 Minuten mir Zeit nehmen kann, wenn ich den Eindruck habe, dass der Heilige Geist mich zu dieser Person zieht und einfach mal mit ihr reden kann. In unserer ganzen Beschäftigkeit und Strukturierung und was auch immer. Ich bin ein super strukturierter Typ, okay? Bei mir ist alles, mein Zeitplan ist durchgetaktet, ich bin strukturiert, ich weiß genau, wie mein Tagesablauf läuft und so weiter und so fort. Aber ich habe dem Heiligen Geist versprochen, dass er mich jederzeit unterbrechen darf. Und ich sage euch, jedes Mal, wenn er es getan hat, wenn ich mit Menschen gesprochen habe über Jesus, jedes Mal, wenn er es getan hat, weil ich jemandem helfen sollte, ist mein Zeitplan nicht durcheinander gekommen. Gott ist in der Lage, uns die Zeit wieder zurückzugeben. Er ist der Herr der Zeit, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wir lassen uns von diesen Dingen abhalten, durch diese Dinge abhalten, wirklich uns von unserem Herzen zu leiten zu lassen. Jesus war innerlich bewegt. Er ging umher, predigte und er lehrte. Und du sagst, ja, ich bin nicht dazu berufen, den Kanzlerdienst zu tun. Nee, darum geht es gar nicht. Versteht ihr, was ich sage? Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, hinter der Kanzel in einem Sonntagsgottesdienst zu stehen. Es geht darum, dass unser Leben predigt. Es geht darum, dass da, wo Gott uns die Gelegenheit gibt, wir unseren Mund öffnen. Dann sagst du, aber wie denn, Monika? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hallo, meinst du, ich weiß immer, was ich sagen soll? Aber dafür lebt der Größere in uns drin, richtig? Warum sind wir denn mit dem Heiligen Geist erfüllt? Und wenn du es noch nicht bist, dann können wir das heute absolut sofort ändern. Ist überhaupt kein Problem. Und ich muss dir ehrlich sagen, wenn du Jesus Christus als Herrn und Erlöser aufgenommen hast und du bist nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, verpasst du eine Riesensache. Weil das ist seine Unterstützung. Und wenn wir lernen, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und in den Gaben des Geistes zu wandeln, dann wird sich was in uns verändern. Ich weiß, ich bringe euch nicht eine tiefgreifende Botschaft, wo ich euch das Wort auseinanderklamüse und euch in Detail lehre und wir ins Griechische reingehen. Kein Problem, können wir genauso machen. Aber nützt uns das was im Erfüllen unseres Auftrages? Versteht ihr, was ich meine? Es ist gut, Dinge zu wissen und ich liebe das Wort. Und ich meine, ich bin Bibelschuldirektorin. Natürlich ziehe ich das Wort auseinander, versteht ihr? Und gehe in die Tiefe und schaue mir genau an, was das für uns bedeutet. Aber für mich nützt das nichts, wenn es nicht praktisch wird, dass wir es leben können. Wie ist es denn, wenn wir unsere Nachbarn haben und die uns erzählen, dass sie mit irgendwelchen Problemen kämpfen oder womöglich gerade vom Arzt kommen und mit Krebs diagnostiziert werden? Was machen wir? Stehen wir da mit Mitleid und sagen, oh, es tut mir leid? Oder sagen wir, hey, dürfte ich mal für dich beten oder für sie? Versteht ihr, was ich sage? Ich sage, Monika, ich habe nicht die Gaben der Heilung. Sagt wer? Und was sagt die Bibel? Die Gläubigen werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden genesen. Da heißt es nicht, die Gläubigen werden den kranken Gläubigen die Hände auflesen und sie werden genesen. Schon mal aufgefallen? Da steht einfach nur, die Gläubigen werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden genesen. Weil du und ich sind sowieso nicht der Heiler.
Und ja, natürlich verstehen wir manche Dinge nicht. Versteht dich, ich habe einen guten Freund diese Woche verloren. Mitte 50, sitzt an seinem Schreibtisch, ein Pastor, bereitet die Predigt vor, ein Herzinfarkt und ist sogar weg. Versteht ihr? Natürlich verstehe ich das nicht. Brauche ich aber nicht, ist nicht meine Angelegenheit, versteht ihr? Und es ändert nichts an der Tatsache, dass Gott unser Heiler ist. Und es ändert nichts an der Tatsache, dass die Bibel uns gesagt hat, wir sollen den Kranken die Hände auflegen. Ich sehe es, wie es in euch rattert. Ich kann euch das ansehen. Und dieses, okay, kann ich irgendwo verschwinden? Weil ihr habt schon geschnallt, dass ich euch jetzt nicht loslasse, ne? Ich könnte uns Beispiele über Beispiele über Beispiele erzählen. Versteht ihr, ich muss euch ehrlich sagen, Gott hat mich ein bisschen genommen und durchgeschüttelt. Es ist noch gar nicht so lange her. Letztes Jahr im November war ich auf einer Konferenz mit einigen Dienern Gottes zusammen, wo es darum geht, dass wir gelehrt werden. Und es ging um Gemeindewachstum. Es ging darum, dass Gemeinden wachsen und neue Gemeinden entstehen. Und wir sitzen tagsüber im Seminar. Und dann sind wir natürlich immer so in kleineren Gruppen irgendwo zum Mittagessen gegangen. Und da war dieser Pastor aus Rumänien. Und das habe ich noch nie erlebt. Wir gehen ums Eck rum, gehen zum Griechen. Wir sitzen in dem griechischen Restaurant, essen schön, war super, tolles Essen. Kommt der Kellner, der uns die ganze Zeit bedient hat, da sagt dieser Pastor zu ihm, Entschuldigung, ich muss mal mit Ihnen über was reden. Und das alles über einen Übersetzer. Okay, der konnte kein Deutsch und der andere konnte auch kein Englisch, also war alles über einen Übersetzer. Und sagt er, ich muss Sie mal fragen, ob Sie Gott kennen. Und dann sagt er, ja schon. Sagt er, ich bin griechisch-orthodox. Dann sagt er, ja, das ist ja gut, aber kennen Sie Jesus Christus? Naja, das ist der Sohn Gottes. Ja, wissen Sie, dass der für Sie aus Liebe gestorben ist? Ganz simpel, ganz einfache Fragen, die der Mann eigentlich nicht, wenn er irgendwann mal in der Kirche war, verneinen konnte. Und er hatte nichts anderes gemacht, als ihn bei der Hand geführt und schlussendlich haben wir mit ihm in Übergabegebet gesprochen. Der hat Jesus aufgenommen, ganz simpel, ganz einfach. Der hat uns seine Telefonnummer gegeben, weil die Gemeinde war direkt ums Eck, ja, dass wir die miteinander verbinden können. 5 Minuten später kommt seine Chefin und wer dieses Oh-oh, also ich mein deutscher Kopf denkt, Oh-oh, ne? Jetzt sind wir gleich in Schwierigkeiten, Oh-oh, ja, ihr versteht schon, was ich meine, mein deutscher Kopf, ne? Ja? Ja. Die Frau sagt, Sie haben gerade mit meinem Kellner gebetet, ich will das auch. Steht ihr? Wir laufen durch die U-Bahn, zurück zum Hotel, da steht ein Straßenmusiker. Der sagt, ihr könnt schon mal vorgehen, ich komme nach. Und wir sagen, nee, wir warten, ist kein Problem. Der geht zu dem Straßenmusiker, innerhalb von 5 Minuten hat er Jesus aufgenommen. Okay? In einer Leichtigkeit. Aber du hast immer gemerkt, und das war das, was mich so beeindruckt hatte, war dieses, er war jedes Mal vom Heiligen Geist geleitet. Da sind Hunderte, wir waren in Frankfurt, Leute, da sind Hunderte von Menschen an uns vorbeigegangen. Die hat er nicht angesprochen. Er hat bei manchen sogar den Ansatz gemacht und hat es wieder bleiben lassen. Der hat total auf die Stimme des Heiligen Geistes gehört. Warum erzähle ich euch das? Da war nichts Besonderes um den Mann rum. Das war nicht wie, wow, okay? Der wirkte ganz selbstverständlich. Aber er wusste, was Jesus für ihn getan hat. Und das ist der entscheidende Faktor, das Wissen darüber, was Christus für uns getan hat. Und innerlich uns nicht immer nur auf uns zu fokussieren, sondern die anderen Menschen in ihrem Zustand zu sehen. Jesus hat ihren Zustand gesehen. Der hat ja nicht nur die Volksmengen gesehen, wow, so viele Menschen hier. Nein, er hat ihren Zustand gesehen. Und er hat diesen Zustand wahrgenommen. Und ich glaube, dass Gott uns die Herzen von Menschen zeigen wird, den Zustand von Einzelnen. Und wenn wir diesen Zustand wahrnehmen, weil wir unser Herz nicht verschlossen haben, dann wird uns was dahin treiben. Und wenn er uns treiben wird, dann wird uns auch die richtigen Worte geben. Weil dann können wir uns auch stotternd vor Menschen hinstellen, Jesus. Versteht ihr, was ich meine? Das sind doch nicht wir. Das ist der Herr. Versteht ihr? Es geht nicht darum, die schönste, wunderbarste, vorbereitete Botschaft ihnen zu bringen. Und die richtigen, spezifischen Worte im richtigen Augenblick dürfte ich ihnen dann bitte wahr beibringen, wie? Ja, dann komme ich mir vor, als ob ich es mit Zeugen Jehovas oder Mormonen zu tun habe. Versteht? Die haben das alles wunderbar auswendig gelernt. Ihr versteht, was ich uns versuche zu sagen. Es ist dieses herzliche Erbarmen, was Jesus getrieben hat. Und wenn wir mal ein Studium durch die Evangelien machen würden, jedes Mal, wo Jesus innerlich getrieben wurde oder mit dem herzlichen Erbarmen überwältigt worden ist, je nach eurer Bibelübersetzung heißt es ein bisschen anders, haben wir Wunder gesehen. Jedes Mal dann haben wir Wunder gesehen. Tote auferweckt.
Versteht ihr, ich bin diese Tage, habe ich von jemandem eine Predigt angehört. Vielleicht finde ich es ganz schnell in meinem tollen iPad. Ihr kennt ja die tollen Dinge, hier hat man ja alles Mögliche drin. Ne? Ich habe irgendwo eine Statistik abgespeichert hier drin, die mich ziemlich bewegt hat. Ich glaube, hier ist es. Ich gucke mal kurz, ob ich schnell finde. Hatte ich nicht geplant, euch zu zeigen, deshalb habe ich es nicht hochgeholt, aber vielleicht finde ich es relativ schnell. In dieser Statistik, die von einer weltlichen Zeit, amerikanischen Zeitung rausgegeben worden war, wurde gesagt, dass die, also das pfingstlich-charismatische Camp, nenne ich uns jetzt mal, also die Pfingstler, ja, die schnellst und größt wachsendste christliche Organisation oder Gemeinschaft der Welt ist. 600 Millionen Menschen. Die einzige christliche Organisation, die noch größer ist auf dem Papier als wir, ist die katholische Kirche. Okay? Aber wenn wir dann wissen, dass nicht alle Katholiken wirklich das Evangelium verkündigen und viele Katholiken nur auf dem Papier katholisch sind, ihr versteht schon, was ich sage. Da gibt es viele, viele wirklich Gläubige und viele, viele charismatisch Gläubige unter den Katholiken. Ja? Also deshalb will ich kein Pauschalurteil bilden. Aber ihr müsst dran denken, dass einige von euch waren oder sind womöglich noch auf dem Papier katholisch hier drin. Ja? Und ich meine, in dem Dorf, wo ich früher groß geworden bin, da waren alle katholisch. Deshalb waren wir auch so komisch, weil wir waren evangelisch auf dem Papier. Ihr versteht, was ich sage. Also deshalb müssen wir eigentlich sagen, von wirklich wiedergeborenen Gläubigen, die wirklich das Evangelium überall verkündigen, sind wir die größte Gruppe. Und dann haben sie Statistiken gezeigt, und ich finde es auf die Schnelle nicht, Entschuldigung, typisch, ne? Wenn man mal sucht, findet es man nicht schnell. Da haben sie Statistiken gezeigt darüber, dass in Asien waren, weiß ich was, von 7 Millionen oder 9 Millionen von 1970 sind sie heute bei 150 oder sowas Millionen darüber. In Afrika waren die Zahlen noch extremer, und man geht davon aus, dass beim Jahr 2050 Afrika ein christliches Kontinent ist. Komplett christlich. Okay? Nicht verchristlicht, sondern wirklich wiedergeboren. Okay? Also Amerika hat man Statistiken gezeigt, Südamerika hat man Statistiken gezeigt, und nirgendwo stand was von Europa. Das war nicht mal aufgeführt. Es war nicht mal aufgeführt. Ich habe mich so aufgeregt. Versteht ihr? Weil für mich, mir gibt das einen Ansporn. Ich habe das in meinem Badezimmer gehört, als ich mich fertig gemacht habe, ich die Predigt gehört. Ich hatte so meine Angewohnheit, Predigten zu hören, während ich mich morgens fertig mache, um mich selber auch aufzubauen und das Wort in mich reinzubringen und so weiter. Und da habe ich das eben in dieser einen Predigt von jemandem gehört, der das vorgelesen hat. Und dann bin ich in diesem Bad gestanden, habe in diesen Spiegel geguckt, habe den Finger auf mich selber gezeigt und habe gesagt, und du wirst alles dazu tun, um diese Statistik zu ändern. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich werde nicht schweigen, bis sich diese Zahlen für Europa sich verändert haben. Wenn wir 730 Millionen Menschen in diesem Kontinent am Leben haben, werde ich nicht schweigen, bis wir eine komplette Veränderung davon sehen und wir die Vorreiter von all diesen Statistiken sein werden. Amen, danke. Versteht ihr, was ich sage? Wir müssen anfangen aufzuwachen und wie einen heiligen Zorn zu bekommen. Weil ich glaube, wenn wir das nicht bekommen, werden wir so bequem sein. Und wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben die Finanzen, um das zu tun. Ihr sagt vielleicht, ja, aber du weißt doch nicht, wo das Leute kommt. Macht und lasst uns doch nichts vormachen. Wir haben die Finanzen. In Europa haben wir die Finanzen, um solche Dinge zu tun. Versteht ihr? Wir haben die ganze Technologie, um das Evangelium rauszubringen. Wir sind auch nicht gerade wenige, um das zu tun. Weil so wie Pastor Bernd heute Morgen sagte, ihr könnt Limburg, die ganze Umgebung und Deutschland verändern. Hallo? Ohne Probleme. Aber warum tun wir es nicht? Weil wir bequem in unseren bequemen Bänken sitzen. Und bitte, Gottesdienst ist wichtig, Gemeinde ist notwendig, okay? Aber wir dürfen eben nicht unseren eigenen kleinen Segne-mich-Club spielen. In Johannes, warte, ich muss kurz aufschlagen, Entschuldigung, weil es mir jetzt gerade kommt, der Vers von dem her. 14, Vers 12 heißt es. In Johannes Kapitel 14, Vers 12, ihr kennt diesen Vers, heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also Jesus redet wieder dieses, Achtung, alle Mann zuhören, was ich jetzt sage, ist wichtig. Das ist das, was er da gerade sagt, okay? Wir lesen das immer so schön und es hört sich so schön religiös an, ne? Aber ich glaube, dass das Jesus so war. Ich glaube, so dieses, okay, alle Mann ruhig, ich habe jetzt was zu sagen und was ich zu sagen habe, müsst ihr alle zuhören, müsst ihr verstehen, mitbekommen, okay? Gut. Und dann sagt er hier, wer an mich glaubt, glauben wir an ihn? Der wird
auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wer an mich glaubt, und wir glauben an ihn, richtig? Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, können wir das nachher gleich ändern. Ganz einfach. Ist super einfach, ihn kennenzulernen. Und er hat ein absolutes Verlangen danach, dich, und wenn ich gut Deutsch bin, sie, kennenzulernen. Okay. Aber er möchte auf per du mit dir sein und persönlich eine Beziehung zu dir aufbauen. Aber wenn wir, der Rest von uns, bereits gläubig sind, dann sagt er zu dir und zu mir, ich möchte, dass du dieselben Dinge tust, die ich getan habe. Predigen, lehren, heilen. Mit anderen Worten, wo auch immer wir hingehen, was verändern. Und ich möchte, dass ihr größere Werke tut. Wow. Ich glaube, es wird für uns leicht sein, größere Werke zu tun, aus dem einen Grund, weil wir mehr sind als er. Er konnte damals, als er auf Erden war, nur an einem Ort sein. Aber ich glaube nicht mal, dass er nur das damit gemeint hat. Weil er hat den Heiligen, danach fängt er an, über den Heiligen Geist zu reden und dass er den Heiligen Geist schickt. Und er redet hier weiter und er sagt in Vers 13, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, da kommt die Autorität rein. Das werde ich tun, damit ihr den Vater verherrlicht, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. So, ich möchte euch was fragen. Wann habt ihr das letzte Mal den Herrn gebeten, dass sich jemand bekehrt? Super, danke. Ja, aber versteht ihr, was ich sage? Es ist genau dieser Punkt. Wir haben bei mir, in meinem Hauskreis, haben wir eine Liste gemacht. Wir haben gebetet und haben gesagt, jeder kommt das nächste Mal mit einem Namen, den ihr auf dem Herzen habt, den ihr errettet sehen wollt. Ein Nachbar, ein Arbeitskollege, ein Familienangehöriger, jemand, den ihr kennt und der euch nahesteht und wo ihr ein Verlangen habt, dass er errettet wird. Und dann haben wir gemeinsam dafür den Herrn gebeten. Wir haben gemäß des Wortes Gottes, jetzt rede ich wieder Englisch, Entschuldigung, ich muss das richtige Wort in Deutsch suchen. Mehr als nur zu bitten, versteht ihr, sondern mit Autorität einen Befehl ausgesprochen zu sagen, ich erwarte, dass diese Person Jesus Christus aufnehmen wird. Und ich sage, wir haben die tollsten Zeugnisse gehabt. Familienangehörigen, die überhaupt nicht mehr mit demjenigen gesprochen haben, haben die Türen wieder geöffnet und Jesus aufgenommen. Nachbarn, die total verstritten waren miteinander. Zukünftige Schwiegertöchter kamen auf einmal. Der Sohn, der ein bisschen weggedrutscht war von Christus, spielt heutzutage bei uns im Lobpreis. Super begabter junger Mann. Versteht ihr, was ich meine? Jesus, wir müssen Jesus beim Wort nehmen, wenn er sagt, wenn ihr meinem Namen bittet, wenn er vorher zu uns sagt, dieselben und größere Werke. Wann war das letzte Mal, dass du für jemanden gebetet hast, dass er gesund wird und für Heilung gebetet hast oder Gesundheit proklamiert hast und gesprochen hast in ihr Leben und die Person war kein Gläubiger? Ihr versteht, was ich sage. Und für manche von euch ist das selbstverständlich. Und wiederum, bitte, ich versuche nicht, Druck auf uns auszuüben. Darum geht es mir gar nicht. Wenn Jesus sagt, wir können dieselben Werke und größere tun als er, dann ist er auch verpflichtet, das durch uns zu tun. Das bist nicht du und das bin nicht ich. Das ist er in uns. Alles, was es benötigt, ist, dass wir unser Herz öffnen und dass wir von uns selber wegschauen und dass wir durch die Straßen gehen und beim Lebensmittelladen und im Job und sonst irgendwie was offen sind, dass Gott uns benutzt. Und auf die leise kleine Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Kennt ihr das? Dieses ganz leise Klopfen innerlich, dieses leise Ziehen, dieser leise Eindruck. Das ist Glaube. Glaube nimmt den ersten Schritt auf das hin, was wir wissen, was Gott gesagt hat. Wenn ich in spezifischen Dingen jetzt, ich habe eine Grundlage vom Wort, ich soll den Kranken die Hände auflegen und sie werden genesen. Okay? Ich stehe auf dem Wort. Also, wem soll ich denn die Hände auflegen? Ich muss erstmal jemanden finden, richtig? Er versteht, was ich versuche zu sagen. Dann leitet mich der Heilige Geist in der spezifischen Sache. Und das ist ein ganz kleines Ziehen. Jemand, der mir sagt, oh, ich habe solche Kopfschmerzen. Anstatt zu sagen, komm, ich habe eine Aspirin oder ich habe was auch immer, ja, oder komm, ja. Zu sagen, hey, dürfte ich mal kurz für dich beten? So gut wie noch nie hat jemand zu mir gesagt, nein. Normalerweise gucken sie einen ungläubig an und sagen, na, wenn es was hilft. Ja? Oder so eine Reaktion. Ja, dann machen wir das. Und dann denkst du sofort, ja, aber was ist, wenn nichts passiert?
Ja, hallo, ist das dein Problem? Bist du der Heiler? Ich bin er nicht. Wenn da nichts passiert, dann ist das sein Problem. Ich habe einfach nur getan, was er mir gesagt hat, was ich zu machen habe. Aber was ist denn, wenn was passiert? Versteht ihr? Deshalb liebe ich Gemeinde. Wisst ihr, warum ich Gemeinde liebe? Weil für mich ist das Trainingsboden. Das ist der Ort, wo wir lernen können, mit den Gaben des Geistes zu fließen, füreinander zu beten, füreinander einzustehen und solche Dinge zu tun. Das ist für uns Training, sodass wir trainiert werden, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, sodass, wenn der ganze Lärm da draußen rum ist und die ganze Furcht da überall am Ziehen ist, dass wir immer noch hören, was er sagt. Mhm. Größere Werke. Weil es ist die Zeit für den Früh- und den Spätregen. Wir beten für Erweckung, richtig? So Sachen machen wir. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir werden erweckt, angezündet, entfacht. Wir fangen an, von uns selber wegzugucken und andere wahrzunehmen. Und dann, eigentlich tun wir nichts anderes, als es im Heiligen Geist und durch den Raum gehen, den er haben möchte. Ich habe Freunde in Kolumbien. In den späten 90ern haben die ihre Gemeinde gegründet. Ich war das erste Mal dort beim Predigen, da haben die 30 Gemeindemitglieder gehabt. Das Jahr drauf waren die 60. Ich habe die jahrelang nicht gesehen. Ich habe die letzten Februar wieder getroffen. Es war ein riesen Yeah! Ja. Uns riesig gefreut, uns zu sehen. Habe ich gesagt, hey, ich habe schon gehört, eure Gemeinde ist ziemlich gewachsen. Wie viele Gemeindemitglieder habt ihr denn? Sagt er, 17.000. Und er sagt, und dann habe ich gesagt, ja, was macht ihr denn so? Erzähl mal ein bisschen. Und dann sagte sie, du, ich habe gerade im Moment eine Statistik bekommen. Im Dezember haben wir uns entschlossen, wegen Weihnachtszeit, dass anstatt Gottesdienste zu machen, geht die ganze Gemeinde auf die Straße. Wir haben ein Programm ausgearbeitet, wo wir einfach mit Menschen über Jesus reden, die ihnen kleine Geschenke geben und so weiter und so fort. 20.000 Menschen haben Jesus aufgenommen. Er hat gesagt, wir haben Gottesdienste, ich mache gar nichts. Ich sage nur, Jesus! Und Leute stehen auf dem Rollstuhl auf. Okay? Versteht ihr? Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Es ist derselbe Herr. Versteht ihr? Ich war vor Jahren in Afrika. Ich war selber noch Student in Rema zu der Zeit. Wir waren in Sierra Leone, Westafrika, irgendwo ganz draußen in der Pampa, in so einer kleinen Schule. Und die Kinder, kleine Kinder, wir sollten mit denen über Christus reden. Ich habe dann gehört, dass die Hälfte von denen haben schon Jesus aufgenommen. Hieß es, okay, lass uns für sie mit Erfüllung im Heiligen Geist beten. Wir beten für die. Die Kinder fingen alle an, in Sprachen zu beten. Und auf einmal flippen die alle komplett aus. Die titschen vollkommen aus. Und ich denke, was ist denn jetzt passiert? Wir wussten nicht, ob das gut ist oder schlecht ist oder was los ist. Und dann haben sie immer alle auf dieses eine Kind gezeigt. Die haben sie richtig um das Kind rumgeschaut und immer auf dieses Kind gezeigt. Und ich denke mir, was ist denn los? Die spricht genauso wie hier auch alle in Sprachen. Ja, dann kommen die an und sagen, dieses Kind war von Geburt an taub und hat noch nie gesprochen. Es ist, während wir einfach nur für die Erfüllung des Heiligen Geistes gebetet haben, bumm, perfekt in ihrer Landessprache gesprochen, gehört, perfekt gesprochen und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich diene demselben Gott hier, versteht ihr? Ich diene demselben Gott hier. Und Gott ist nicht jemand, der einen Unterschied macht zwischen Europa, Südamerika oder Afrika. Wenn da ein Unterschied liegt, dann muss es an dem Überbringer liegen. Richtig? Und ich möchte uns wachrütteln, versteht ihr? Ich meine, wir können eine Bibelstelle nach der anderen anschauen. Wir können zusammen in die Gaben des Geistes reingehen. Leute, ihr seid super gelehrt, ich weiß das. Lass uns das, was wir hören, auch tun. Lass uns unsere Scham und unsere Furcht überwinden, weil wir haben keinen Geist der Furcht bekommen. Und lasst uns rausgehen und das Evangelium verkündigen. Überall da, wo Gott uns hinschickt, unter der Führung und der Leitung des Heiligen Geistes. Ich weiß noch, es ist schon ein paar Jahre her, aber es war auch so eine Begebenheit, die mir einfach geblieben ist. Versteht schon. Ich war extrem, extrem unter Zeitdruck. Kennt ihr nicht, ne? Ich war schon fast zu spät für einen Termin. Und dann kommt, und ich musste kurz was abholen, habe dort geparkt, stand noch so, gerade so an der Kante, wo, wenn ich noch 5 Minuten länger bin, dann kann ich einen Strafzettel kriegen. Kennt ihr? Hm? Da kommt diese alte Dame aus dem Friseurladen raus. So eine alte, tattrige, ne? Also so richtig, so eine ganz süße Omi. Verstehst du, ich wollte die schon so umarmen, so süß war die. Ja? Also so, ne? Also richtig süß. Hat mich an meine Oma erinnert, kamen sofort meine Gefühle hoch. Erbarmen. Und ich habe gemerkt, die Frau hat Angst, über die Straße zu gehen. Und innerlich hatte ich dieses
komm, hilf ja. Ich gucke noch rum, so nach dem Motto, vielleicht ist irgendjemand anders, das ist mal schnell machen können, weil ich muss ja los. Ne? Und dann denke ich, okay, gut, ich bin zu der Frau hin, sage ich, kann ich Ihnen helfen? Sagt sie, oh, sie schickt der Himmel. Und dann gucke ich sie an, grinse sie an und sage, im wahrsten Sinne des Wortes. Guckte sie mich an, sagt sie, was soll ich Ihnen helfen? Sagt sie, ich möchte gerne über die Straße, aber ich traue mich nicht. Sage ich, ich bringe Sie gerne rüber. Und dann sage ich, aber mich schickt der Himmel wirklich. Dann sagt sie, wie meinen Sie denn das? Und dann sage ich, ich glaube an Gott. Und ich glaube, dass Jesus mich gerade geschickt hat, um Ihnen zu helfen, über die Straße zu gehen. Sagt sie, was, ein junger Mensch, der noch an Gott glaubt? Ich war total aus dem Häuschen. Und dann fing ich an, mit ihr über Gott zu reden. Und dann habe ich gemerkt, dass sie eigentlich durch die Tradition, in der sie groß geworden ist, eigentlich glaubt, dass Gott da ist. Sie glaubt ja auch, dass Jesus Sohn Gottes ist. Aber sie hat noch nie geglaubt, dass sie eine persönliche Beziehung zu ihm haben kann. Und während ich die Frau über die Ampel bringe und noch ein paar Meter zu ihrem Altenheim, was ganz da in der Nähe war, habe ich in einer ganz einfachen Unterhaltung sie dazu bringen können, dass sie realisiert, Jesus ist für sie gestorben. Und alles und habe sie dazu gebracht, dass sie sagt, wow, wenn das so ist, dann will ich diesen Jesus. Ich habe mich nicht hingekniet und habe gesagt, Hände falten, Augen geschlossen oder sonst irgendwas. Ich habe sie dazu gebracht, dass sie es mit ihrem Mund bekennt, was sie eigentlich in ihrem Herzen geglaubt hat. Als ich sie an der Tür abgeladen habe, war ich wie dieses, ja. Okay, wenn du heute stirbst, was absolut in Ordnung ist, okay, ihr versteht, was ich mein volles Leben gelebt, weiß ich, wo ich dich wiedersehen werde. Versteht ihr? Das ist mein Gott. Und so simpel und so einfach ist das. Und ich war nicht mal zu spät. Ich bin immer noch pünktlich zu meinem nächsten Termin gekommen. Keine Ahnung wie, aber ich war pünktlich. Lass es uns Gott erlauben, dass er unseren Alltag unterbricht und stattdessen anfängt, unseren Alltag zu bestimmen und uns führt und uns leitet, da wo wir sind. Manches Mal wird es das Lächeln sein, was ihr bringen müsst, was später das Herz öffnet. Manches Mal ist es die Umarmung. Manches Mal ist es ein verständnisvolles Wort. Manches Mal dürfen wir wirklich direkt das Evangelium predigen. Manches Mal ist es das, dass wir ein simples Gebet über Heilung für die Leute beten, die freigesetzt werden, geheilt werden und sofort sagen, was war das jetzt? Und schon haben wir die Möglichkeit, wieder weiterzureden. Versteht ihr? Aber lasst uns unsere Furcht, unsere menschliche Zurückhaltung, unser gute Deutsch sein. Ja? Weil warum reden wir 8 Stunden lang im Zug nichts nebeneinander? Weil keiner möchte in die Privatsphäre des anderen zu sehr reintreten. Wir sind zu wohl erzogen, als das zu tun. Wer macht denn den ersten Schritt so nach dem Motto? Ihr versteht genau, was ich meine. Es ist eigentlich nicht, dass wir unfreundlich sind. Es ist auch nicht, dass wir irgendwo in irgendeiner Form gemein sind oder dass wir so egoistisch sind, dass mir die anderen Leute komplett egal sind. Wir sind so beschäftigt mit uns selber und so wohl erzogen, dass man sowas doch nicht macht. Das ist doch was ganz Privates, da kann ich doch nicht in deren Privatsphäre eindringen. Hallo, wenn wir nicht in deren Privatsphäre eindringen, dann werden die in der Hölle schmoren. Das ist eine ernstzunehmende Angelegenheit. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen. Und ich möchte, dass ihr nochmal ein ganz klares, ja, eine klare Hingabe, eine Verpflichtung Gott gegenüber eingeht. Ich kann euch nicht dazu zwingen, aber ich möchte, dass ihr mit Gott redet und ihm sagst, Herr, hier bin ich. In Jeremia gibt es eine Bibelstelle, oder ist Jesaja, ich weiß nicht mehr. Hier bin ich, sende mich, sagt der Prophet da. Gott sagt, wen kann ich senden? Wer wird gehen? Wen kann ich senden? Wer wird gehen? Und die Antwort, die wir von der Bibel her lesen, ist, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Okay? Lass uns einfach beten. Und ich werde jetzt einfach ein Gebet sprechen und ich möchte einfach, dass ihr einfach genau darauf antwortet, ihm gegenüber. Du sagst, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Keine Panik, er leitet dich, okay? Er gibt dir die Gelegenheiten. Solange wir ein offenes Herz haben, wird er uns die Gelegenheiten geben.
Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen in dieser Gemeinde, jeden Einzelnen, der in diesem Gottesdienstraum ist, jeden Einzelnen, der diese Botschaft jetzt gerade auch hört und das mitbekommt. Ich glaube, dass es die Botschaft ist, die vom Himmel an uns gegeben wird, an unsere Gemeinden, an uns als Leib Christi im Moment, weil du möchtest, dass die Wahrheit des Evangeliums in unser Land ausgestreut wird, dass Menschen überhaupt wieder hören, wie gut du bist und dass du einen perfekten Plan für sie hast und dass Jesus für sie gestorben ist. Aber wir wollen dir jetzt sagen, Vater, obwohl wir manches Mal menschlich betrachtet Angst haben, obwohl wir manches Mal menschlich betrachtet denken, wie soll ich das machen, ich kann das nicht, das bin ich nicht oder ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll. Dass wir nicht denken, wir müssen uns auf Programme stürzen, um das in Bewegung zu bringen, sondern wir haben den Heiligen Geist, der in uns lebt und du, der Größere, lebst in uns und du wirkst durch uns. Und wir wollen dir jetzt sagen, Vater, jeder Einzelne von uns hier drin, jeder trifft jetzt eine neue Entscheidung, dir zu sagen, hier bin ich, Herr, hier bin ich, Herr, hier bin ich, Herr. Hier bin ich, Herr, sende mich, sende mich, sende mich, sende mich, sende mich zu meinem Nachbarn, sende mich zu meinem Arbeitskollegen, sende mich zu den Menschen auf der Straße, sende mich in die Hecken und Zäune und überall, wo du mich hinschicken willst. Benutz mich, da wo ich am Reisen bin, da wo ich am Gehen bin, da wo ich am Einkaufen bin, in den Schulen und in Kindergärten und in Universitäten, überall, sende mich. Herr, oh ja, 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 oh ja, in alle Kulturgruppen hinein. In alle Kulturgruppen hinein, in alle Kulturgruppen hinein, in alle Kulturgruppen hinein. Oh, Heiliger Geist, ich bitte dich. Oh, ja, ja, ja. Die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, mit der wir erfüllt sind. Mit der wir erfüllt sind. Oh, weil wir, oh, ja, ja, oh, ja. Die Kraft des Heiligen Geistes. Aus uns heraus sprudelnd, sprudelnd, sodass wir in der Lage sind, größere Werke zu tun. Größere Werke, größere Werke. Danke, Herr. Preis dich dafür von ganzem Herzen. Ich preis dich dafür von ganzem Herzen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. 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 Danke, Herr. Ich glaube, einige von euch, ihr müsst wirklich mit Gott darüber sprechen, dass ihr keinen Geist der Furcht habt. Ihr müsst es bekennen, dass euch kein Geist der Furcht gegeben ist, sondern der Kraft, der Liebe und eines klaren Verstandes. Ein klarer Verstand. Der Kraft, der Liebe und eines klaren Verstandes. In 2. Korinther Kapitel 12, lese euch noch einen Vers, in Vers 10 heißt es, deshalb, und Paulus redet hierüber und Gott redet gerade mit ihm über Gnade und dass seine Gnade ihm genug ist. Und da heißt es im Vers 10, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, sagt Paulus, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen und an Ängsten. Und er redet davon um Christi willen. Also mit anderen Worten, weil es nicht einfach ist, mit Menschen über Christus zu reden, weil er verfolgt worden ist, als er mit Menschen über Christus zu reden. Und dann sagt er, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich schwach bin, in meiner natürlichen Fähigkeit, bin ich stark in Gottes Fähigkeit. Das ist die Auswirkung von Gnade in uns. Wenn ich schwach bin in meiner natürlichen Fähigkeit, dann bin ich stark in Gottes Fähigkeit. Und genau darum geht es. Dann sind wir stark in Gottes Fähigkeit durch uns. Nicht Gott wird dann stark sein, der ist immer stark, sondern wir sind stark durch Gottes Fähigkeit, die aus uns herauskommt. Mit anderen Worten, ich produziere es nicht, sondern ich lasse ihn durch mich wirken. Hier bin ich, Herr, sende mich. Hier bin ich, Herr, sende mich. Ich kenne euch ja jetzt nicht alle, ne? Folglich dessen ist es relativ locker für mich, mit euch zu reden. Aber ich glaube, dass hier Leute drin sind, ihr habt diese Entscheidung für Jesus noch gar nicht gefällt. Ihr habt vielleicht was darüber gehört, ihr seid vielleicht schon ein paar Mal hier gewesen oder sonst irgendwie. Vielleicht hat auch euch heute jemand zum allerersten Mal in so eine chaotische Truppe hier reingeschleift und ihr wundert euch gerade, wo ihr gelandet seid. Ja, alles da gewesen. Weil man irgendwie, das ist ja ein bisschen anders als das, was wir von traditionellen Kirchen kennen. Eine andere Freiheit, eine andere Offenheit, richtig? Es geht nicht um Tradition, es geht nicht um Kirchenzugehörigkeit, es geht auch nicht um Religion. Es geht um eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, der aus Liebe für jeden Einzelnen und eben auch für dich gestorben ist. Aus Liebe. Ganz egal, was du verbockt hast, ganz egal, wie sehr du denkst, du hast dein Leben auf der Reihe oder du denkst, du hast es zu sehr vermasselt. Spielt gar keine Rolle. Jesus liebt dich. Und weil er dich unbeschreiblich liebt, bedingungslos liebt, war er bereit, für dich ans Kreuz zu gehen.
und all den Mist, den wir so angesammelt haben, auf sich zu nehmen und das, was uns eigentlich von Gott, dem himmlischen Vater, trennt, der ein Bedürfnis hat, eine Gemeinschaft mit uns zu haben, war er bereit, auf sich zu nehmen. Und alles, was es benötigt, um diesen Jesus kennenzulernen, ist zu sagen, ich will dich kennenlernen, Jesus. Ich glaube, dass du Sohn Gottes bist und ich möchte dich kennenlernen. Und ich schließe eigentlich keinen Gottesdienst, ohne die Gelegenheit zu geben, dass jemand Jesus aufnehmen kann. Wenn du hier bist, dann möchte ich dich einfach bitten, dass du mutig genug bist. Wir haben schon festgelegt, dass wir diese Sie-Sache ablegen, ne? Weil das ist nicht persönlich genug. Da kann man sich immer noch ein bisschen verstecken. Für Gott bist du und du. Er kennt dich bei deinem Namen. Und er möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, seinen Sohn Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser aufzunehmen. Wenn du hier bist und sagst, das kapiere ich noch gar nicht ganz, aber irgendwie raff ich brauche diesen Jesus. Irgendwas ist da, dass ich muss darauf antworten, ich muss darauf reagieren, irgendwas zieht dich gerade. Dann würde ich dich bitten, dass du jetzt einfach mal ganz kurz da, wo du bist, einfach mal kurz deine Hand hebst. Irgendjemand hier, der sagt, ich möchte es machen. Dankeschön. Sonst noch jemand mutig genug, den Schritt zu gehen? Wenn nicht, dann gehe ich davon aus, dass ihr einfach alle Jesus Christus bereits aufgenommen habt. Ja? Ja? Das ist auch super. Wenn du eigentlich das auch gerne machen möchtest und du hast dich nicht getraut, niemals zu spät für Gott. Okay? Kannst dich einfach noch mit anschließen. Weil was ich sie bitten möchte oder dich bitten möchte, wir haben uns ja auf du geeinigt, ist das okay? Und auch die, die vielleicht noch mit möchten, wäre einfach, ich werde jetzt kurz ein Gebet sprechen von hier vorne, sie segnen. Einfach, dass sie mal den Weg nach hier vorne runter machen. Wer auch noch dazukommen möchte, darf das gerne tun.